Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und mit einem neuen Video von mir. Heute geht es in die Welt von Warface, ein First-Person Free-to-Play Online-Shooter aus dem Hause Crytek, welcher mit der CryEngine läuft. Und ich möchte euch heute das ganze Spiel an sich ein bisschen vorstellen, die ganze Struktur und den ganzen Ablauf, wie es im Game so aussieht, auch ein bisschen vorstellen. Ich habe auf YouTube mal ein bisschen rumgeguckt, habe da nicht so viele Let's Plays oder generell Videos zu dem Spiel gesehen und habe mir gedacht, ja, wenn ich schon spiele, wieso zeige ich da nicht ein paar Gameplays oder stelle das Spiel nicht ein bisschen vor. So, wie spielt sich das Ganze? Es ist ein sehr gutes First-Person Shooter-Game. Der erste große Vorteil daran ist, dass es Free-to-Play ist. Es ist quasi für jeden frei zugänglich, der es dann spielen will. Man muss zwingend kein Geld ausgeben. Natürlich wird das Ganze dann wieder gestützt durch einen Online-Shop, durch den es möglich ist, wieder spezielle Items zu erlangen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. An sich ist das Spiel komplett kostenlos spielbar. Es macht echt riesig Spaß, kann ich ganz ehrlich mal sagen. Ich spiele das Spiel seit knapp 2 Monaten. Es sind noch nicht genau 2 Monate, bisschen kürzer, ungefähr gut 1,5 Monate. Und ich muss sagen, es macht von Tag zu Tag mehr Spaß. Es ist nicht so aufgebaut wie Combat Arms, also kann ich eigentlich gleich mal was sagen. Es gibt hier zwei Modi. Einmal den Koop-Modus, einmal den Versus-Modus. Dann Laden, Inventar, Clan. Laden und Inventar. Erklärt sich von selbst. Clans eigentlich auch. Und ja, Koop versus, was ist das? Es ist, Koop ist ein PvE-Modus, das heißt, du spielst auf einer Map mit verschiedenen anderen Spielern gegen sogenannte Bots, also NPCs, gegen computergesteuerte Figuren oder Spieler quasi und musst da eine bestimmte Mission erzielen. Demnach, wie gut du warst, ob du keine Ahnung, viele Headshots gemacht hast, ob du es in kurzer Zeit geschafft hast, wie gut du dabei warst und so weiter, kriegst du Erfahrungspunkte, kannst dadurch auch Level steigen und kann es eigentlich auch gleich mal zeigen. Es gibt hier 6 verschiedene Missionen, eine Einführungsmission, 2 normal, eine anspruchsvolle, ein Hardcore und ein Tower Raid. Der Tower Raid bleibt immer gleich, die anderen 5 Missionen, also 1, 2, 3, 4, 5. Wechseln immer nach ein paar Tagen, den wirklichen Rhythmus habe ich da noch nicht herausgefunden, also ich kann euch nicht sagen, wann die neuen Missionen wieder kommen. Aber die wechseln sich immer ab, es ist also für Abwechslung gesorgt, du spielst nicht jeden Tag die gleiche Mission, sondern kannst wirklich sicher gehen, dass du nach 2-3 Tagen neue Missionen bekommst. Natürlich sind das dann nicht wirklich komplett neue Missionen, sondern wirklich Missionen, die du erst vor einem Monat das letzte Mal gespielt hast. Und da ist ein bisschen Rotation drin, was in meinen Augen auch sehr gut ist. Dann war es das zum PvE-Teil. Der PvP-Teil ist der Versus-Bereich, da können wir auch gleich mal reinschauen. Es gibt hier verschiedene Kanäle, wie eigentlich in jedem Game. Es gibt Einsteigerkanäle 1 bis 8, da können alle Spieler rein, die zwischen Level 1 und Level 10 sind. Ab Level 11 dann kannst du nicht mehr in den Einsteigerbereich, da kommst du dann automatisch in den fortgeschrittenen Bereich 1, 2 oder 3. Je nachdem, wo am meisten los ist, wirst du gleich sofort hingejoint. Oder du hast natürlich die Möglichkeit, gleich von Anfang an bis zum Level 70, was Max-Level ist, in den Profi-Server zu gehen, was ich aber für totale Neueinsteiger in dem Spiel nicht empfehlen würde. So, jetzt haben wir die Server, vorgestellt, wie das Ganze hier so abläuft, wenn du spielen willst, aber wie genau, also womit kann ich überhaupt spielen? Das ist eine Frage, die ich euch leicht beantworten kann, und zwar kann man hier nicht einfach hingehen und sagen, ja gut, dann rüste ich als Hauptwaffe, als erste Hauptwaffe rüste ich eine AR aus und als zweite dann eine Sniper, damit ich eine für längere Distanzen habe. Das geht so nicht. Es gibt hier 4 verschiedene Klassen. Die kann ich auch mal kurz zeigen. Versus. Gameplay, genau. Klassen. Es gibt einmal den Schützen, einmal den Sanitäter, einmal den Ingenieur und einmal den Scharfschützen.
Das heißt, der Schütze, also das bin ich jetzt, seht ihr meinen Charakter ein bisschen. Der Schütze spielt ganz normal mit AR und hat zusätzlich noch die Möglichkeit, ein Munitionspaket für sich und seine Teammates mitzunehmen. Du kannst quasi die Munition von anderen und von dir selber wieder auffüllen, solltest du mal knapp bei Kugeln quasi sein. Ansonsten einfach Standard-Equip, eine Pistole als Zweitwaffe und ein Messer als Nahkampfwaffe und eine ganz normale Granate. Ansonsten hat er nichts. Dann gibt es den Sanitäter, Medic auch genannt. Der spielt mit hauptsächlich Shotgun. Und ja, ganz normaler Zweitwaffe, Pistole, Messer. Und ein Defibrillator hat er dabei. Außerdem hat er noch ein Medikit. Das heißt, er kann sich und seine Teammates während dem Kampf immer wieder heilen. Er ist theoretisch quasi, ja, unzerstörbar, weil er sich immer wieder heilen kann, wenn er ein Gefecht überlebt. Außerdem kann er gefallene Teamkameraden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem einfachen Defibrillator hier wiederbeleben, was es auch sehr schwierig macht, ein Team, wo viele Medics drin sind, wirklich komplett zu vernichten. Ja, ansonsten wieder die ganz normale Granate und Verbrauchsgüter auch wieder keine. Dann kommen wir schon zum Ingenieur, genau. Der spielt mit MPs, also MPs, ja, mit so Schnellfeuerwaffen, die mehr für kurze Distanz sind. Kann aber auch ein MG dabei haben. Habe ich hier leider keins. Ja, dann einfach wieder eine Pistole als Zweitwaffe, ein Messer als Nahkampfwaffe, ein Reparaturkit. Es gibt neben der Gesundheit auch noch sogenannte Rüstungspunkte. Und mit diesem Kit kann er die Rüstung wiederherstellen, die ja bei einem Treffer verloren geht. Dann hat er neben der normalen Granate noch eine Richtmine, quasi so eine Claymore, wie ganz normal, eine ganz normale Claymore aus Call of Duty. Und eine Antipersonenmine. Die hat er nicht standardmäßig, die habe ich jetzt nur, weil, ja, die habe ich vom Spiel selbst bekommen, weil ich mich jetzt jeden Tag einlogge. Dazu komme ich später vielleicht noch, keine Ahnung. Habe ich jetzt noch zwei Gegenstände, das heißt, ich kann die noch zweimal setzen, dann ist die weg. Das ist auch so eine Art Claimer, die geht halt, ja, wenn du in den Bereich kommst, wo die Sensoren Ausschlag geben, fliegt sie in die Luft und kriegst halt Schaden. Ja, dann gibt es natürlich neben den Waffen, die du mitnehmen kannst, natürlich verschiedene. Oh Scheiße, Moment, ich habe den Scharfschützen vergessen. Tut mir leid hierfür. Der Scharfschütze sagt eigentlich schon, ja, der Name, ja, hat Sniper dabei. Ja, eine Pistole als Zweitwaffe und ein Messer als Nahkampfwaffe. Er hat keine weiteren Funktionen. Er hat nur noch eine Granate dabei. Er kann nicht irgendwie Gegner heilen oder die Munition wieder auffüllen. Er hat nur eine Snipe und nur eine Pistole und nur eine Granate. Das war's, mehr nicht. Wenn die Munition alle ist, muss er sich einen Schützen suchen, der seine Munition wieder auffüllt. Wenn er low am Leben ist, dann muss er sich einen Medic suchen, der sich wieder heilt. Es ist ja ein großer Nachteil, sage ich mal, weil er wirklich angewiesen ist auf seine Teamkameraden. Und wenn die ihm nicht helfen, dann, naja, steht er halt dumm da. Zur Storyline kann ich auch noch was sagen, wenn es um den PvE-Bereich geht. Es gibt hier zwei Fraktionen, einmal Blackwood und einmal ja, Warface. Warface seht ihr hier und Blackwood, das ist ja die blaue, die blauen Ausrüstungsdinge hier. Ja, Warface sind die guten, Blackwood sind die schlechten. Blackwood versucht im PvE-Modus sind dann die Stories immer so, ja, quasi du musst ein Panzer von Blackwood aufhalten, um das Dorf zu retten. Oder du musst die Blackwood-Truppen daran hindern, weiter in dein Gebiet vorzustoßen. Lauter so kleine Minimissionen sind das, die du im PvE-Teil spielen kannst. Ja, macht es sehr interessant. Weil, wie gesagt, immer wieder Abwechslung ist. Ich spiele aber standardmäßig mit dem Schützen und mit dem, ja, auf Warface-Seite. Tut mir leid. Ja. Wie schalte ich jetzt, wie kann ich mir die Waffen irgendwo kaufen? Natürlich im Laden. Hier gibt es aber nur, ja, die Waffen, die du erst freispielst. Das heißt, ich muss KCOM, STAR, FY, MW3 und so weiter erst freispielen. Danach kann ich mir sie erst kaufen. Genauso ist es bei den Pistolen.
kann ich mir nur eine für ja, K wieder kaufen. Das ist die Währung, die du mit Echtgeld quasi bekommst. Wenn du jetzt eine 20 € Paysafecard oder so reinsteckst, kriegst du K dafür. Den genauen Wechselkurs könnt ihr euch selber auf der Homepage oder in-game angucken. Also kannst dir nur bestimmte Sachen kaufen, die anderen Muster freischalten. Genauso bei den Messern, bei den Granaten. Ja. So ist das Ganze halt aufgebaut, auch bei den ja, Westen und so weiter. Ansonsten, ja, das ganz normale Item-Shop-Zeug. Diese Skins, davon habe ich jetzt auch einen, und zwar den hier. Genau. Ja, ihr seht schon, es gibt keine Aufsätze. Kein Scope oder so, aber ihr seht schon, ich habe hier einen Silencer drauf, einen Scope und einen Griff. Woher bekomme ich die? Es ist so, dass du, je nachdem, umso länger du spielst, umso mehr kannst du freispielen. Du hast, ich kann das vielleicht ganz kurz mal zeigen, an einem Beispiel, gehen wir in ein Game rein. Und bevor ich jetzt joine, habe ich hier unten jetzt die Wahl, also quasi wähle einen Händler zur Freigabe. Entweder ich nehme eine Waffe, dann spiele ich diese Waffe frei. Ich nehme die Ausstattung, dann spiele ich den taktischen Schützenhelm frei. Oder ich wähle die Ausrüstung und kann ich dieses Scope hier freispielen. Wenn ihr draufklickt, seht ihr genaue Details, für welche Klasse das ist. Eine kurze Beschreibung. Und was es alles bringt. Ja, die Stats der Waffe natürlich auch. Hier eine Shotgun zum Beispiel für den Medic. Und je nachdem, wenn die blaue Leiste voll ist, bekommt ihr den Gegenstand. Ihr könnt vor dem Game immer wählen, ob 1, 2 oder 3. Je nachdem, was ihr halt freispielen wollt. Und diese Items werden aufgeteilt in gewöhnliche Items, in seltene Items und in extrem seltene Items. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber mir kommt so vor, als ob erst alle gewöhnlichen, dann alle seltenen und dann alle extrem seltenen. Vielleicht ist das jetzt aufgefallen, ich habe schon einen seltenen Gegenstand. Ich glaube, das ist mit einem ganz kleinen Prozentwert. Bevor du alles Gewöhnliche freigeschaltet hast, auch was Seltenes kommen kann. Aber ich glaube, das beläuft sich fast gegen Null. Ja, hier habe ich auch schon einiges. Habe aber auch schon alles Gewöhnliche hier freigeschaltet. Ja. Und ihr merkt schon, es wird ja aufgeteilt. Entweder ich kann etwas für alle vier Klassen nutzen. Diese Spalte hier, entweder nur für den Schützen. Diese Spalte hier für den Medic, diese Spalte und so weiter und so weiter. Also es ist teilweise klassenspezifisch aufgebaut, teilweise ja, generell für alle Klassen im Allgemeinen. Und was auch sehr gut ist in meinen Augen, weil du dann nicht nur gucken musst, ja, du spielst als Scharfschütze, spielst aber dauernd nur was für Medics frei, dann ja. Es ist auch nicht so toll, wenn du nie was für deine Klasse bekommst. Ja, neben den Freischaltungen gibt es Herausforderungen und Aufträge. Damit habe ich mich aber gar nicht so viel befasst. Herausforderungen sind halt, ja, Dinge, die du in-game erzielst. Also kleine Nebenmissionen, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel gewinne 10 Eroberungsmatches. Muss ich jetzt noch eins gewinnen, dann bekomme ich wieder so ein Symbol. Das kann ich ändern, wie ich will. Egal, wie ich lustig bin. Ich lasse einfach mal so. Ja, und da gibt es halt ein ganz normales Symbol, dann so ein Hintergrund. Seht ihr, so ein Hintergrund und dann den Ärmelstreifen, der über deinen Namen und über deinen Clan ist. Und da gibt es wirklich viele, viele freizuschalten. Die verschiedensten Missionen sind schon, das ist fast unendlich lang. Und da musst du schon einige Minuten oder Stunden dran sitzen, dass du das alles bekommst. Und neben den Herausforderungen gibt es noch Aufträge, die mache ich aber nicht. Ich keine Ahnung wieso. Ich glaube, für mich lohnt sich das eigentlich nicht. Finde ich. Da gibt es PvE und PvP-Missionen. Zum Beispiel töte 50 Feinde mit dem Sturmgewehr im Team Deathmatch. Müsste ich $100 zahlen, um das anzunehmen. 300 würde ich bekommen, wenn ich es dann schaffe. Ja, gewinne 2 Sturmmatches und so weiter. Ja, also. Auch nochmal Nebenmissionen neben dem ganz normalen Game. So, ich glaube, ich habe hier eigentlich jetzt alles gesagt. Ich will euch jetzt aber mal zeigen, wie das Game denn so
im Spiel aussieht. Und werde mir da mal jetzt ein Game suchen. Wir sehen uns gleich und ich hoffe, ihr bleibt dran. So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt bewusst nicht gestartet, wo ich komplett in-game bin, sondern beim Ladescreen, um den in meinen Augen einzigen negativen Aspekt in diesem Spiel euch auch mal zu zeigen. Und das sind die Ladezeiten, wenn du in ein Spiel joinst, beziehungsweise wenn ein Spiel fertig ist. Es lädt wirklich extrem lange. Weil das Ding ist, egal wie schnell dein PC ist, egal wie gut deine Internetleitung ist, solange du, wenn du fertig bist, du musst immer auf die anderen warten. Gut, hier geht's zwar relativ schnell, weil das Spiel so, schon läuft, aber wenn du zum Beispiel mit am Anfang bist, musst du auf jeden einzelnen Spieler warten, der während das, der Der Joint, während das Spiel startet. Das heißt, das Spiel startet erst, wenn alle Spieler komplett vollgeladen sind. Und das ist ein bisschen nervig. Aber egal, ich glaube, das kann man verkraften. Wir spielen hier Bomberlegen auf der Map Yard. Es gibt in Warface ja die klassischen Spielmodi, Team Deathmatch, frei für alle, glaube ich. Erklären sich von selbst. Dann Bombe legen, so Search and Destroy Mode quasi, muss eine Bombe platzieren, die haben, das andere Team muss es verhindern. Dann gibt es noch den Modus Sturm. Da gibt es drei verschiedene Basen, die von einem Team erobert werden müssen und von dem anderen Team verteidigt. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, wechseln die Seiten und das verteidigende Team muss dann ja, angreifen. Oder umgekehrt. So, und da wurden wir schon getötet. Ja, neben Sturm gibt es noch Eroberung. Da gibt es in der Mitte der Map einen Punkt, da ist eine Bombe. Und du musst diese Bombe sichern und zu deinem Stützpunkt bringen. Beziehungsweise verhindern, dass das andere Team das schafft. Ja, und das war's eigentlich zu den Spielmodi. Ich habe das jetzt aus dem Stegreif gemacht. Ich glaube, das waren alle. Wenn ich einen vergessen haben sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Ja. Was ich hier in Warface noch ganz cool finde, ist zum einen, dass man hier sich hinlegen kann. Kenne ich aus nicht vielen anderen Free-to-Play-Shootern. Und man kann hier sliden. Man bekommt auch Punkte, wenn man im Sliden einen Kill macht. Also man kann während des Sliden auch natürlich auch schießen. Und mit C, das zeige ich euch gleich mal, kann man die verschiedenen Aufsätze, so Crisis-like quasi, aufbauen, abbauen, ohne spielen. Sieht schon, kann Scope ändern. Das mache ich jetzt auch mal, weil das Scope hier zoomt ein bisschen zu sehr rein auf der Map. Und ja, man kann sich hinlegen, kann sliden. Wo sind die alle? Es leben noch zwei. Ja, ansonsten ganz normales Spielprinzip hier, wie in jedem Shooter. Entweder du tötest oder du wirst getötet. Das ist die oberste Devise hier. Mein Gott. Ja, und mein Aim ist gerade nicht das Beste, ist auch mein erstes Game heute. Es gibt auch ein, ja, so eine Art Kooperationsmodus. Das heißt, bei so Fallen kannst du mit Hilfe eines Teammates da hochklettern. Das seht ihr auch so angezeigt. Dann gibt es aber natürlich noch Stellen, beziehungsweise
Vielleicht seht ihr es gleich. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Jawohl. Da sind wir jetzt beide da oben. Während dem Klettern sind wir aber verwundbar, das heißt, wir können uns nicht wehren. Ja. Was das Ganze auch ein bisschen gefährlich macht. So, eine Lippen. Da ist er, da ist er. Ja, ich krieg keinen Kill. Steht aber 5 zu 0 für uns. Und ich spiele 0 zu 2. Also das Spiel geht bis 6. Ich glaube noch 2 Runden jeweils wird immer gewechselt. Das heißt von der Angreiferseite auf die Verteidigerseite. So sieht ihr die Map jetzt auch mal von beiden Seiten. Da können die auch immer ganz gerne kommen. Der ist tot da unten. Wow! Jo, danke fürs Helfen, weil ich bin fast tot. Ihr seht jetzt rechts unten, man kann mit gewissen Gegenständen veranlassen, dass sich seine Rüstung oder Gesundheit wieder regeneriert. Dazu braucht man aber das bestimmte Item. Also das ist nicht standardmäßig so, ich habe nur jetzt nur eine spezielle Weste an. Jo. Genau, das Game ist auch schon zu Ende. Ich glaube, ihr habt ja, den Ladescreen. Den finde ich auch ganz nice, um den noch kurz anzusprechen. Ist aber noch buggy, das heißt, es wird nicht immer das gewinnende Team angezeigt. Das hier bin zum Beispiel ich. Es ist aber nicht mein Name drüber gestanden, sondern der von The Killer, glaube ich. Das ist noch ein bisschen buggy, aber ich glaube, das wird auch noch gefixt. Irgendwann, in absehbarer Zeit. Aber ich glaube, diese kleinen Bugs kann man drüber hinwegsehen. An sich ist das Spiel echt nice. Die Spielelemente an sich sind richtig gut, vor allem das Sliden gefällt mir richtig und natürlich auch das Klettern mit Hilfe von Teammates. So wird auch der, naja, Teamgeist unter sich, sage ich jetzt mal, im Team auch gestärkt. Man muss kooperieren, um weiterzukommen. Und ja. Ansonsten war's das für das kleine Review. Es wird in nächster Zeit mehr von Warface kommen, mehr Videos. Ich will kein wirkliches Let's Play machen, wo geregelte Uploadzeiten bzw. geregelte Videos ja, kommen werden, sondern einfach mal hier, mal da ein kleines Video, mal zwischendurch neben DayZ und anderen Spielen, die ich in Zukunft Let's Playen werde. Mehr will ich jetzt noch nicht verraten. Einfach mal zwischendurch Warface raushauen. Dass da auch ein bisschen Abwechslung drin bleibt. Ist ein schönes Spiel. Ich würde mich auch freuen, wenn ein paar von euch mich anschauen würden, ob wir mal zusammen spielen können. Ja, und dann können wir ja mal gucken, genau, sowas. ja, ob wir das Ganze bewerkstelligen können oder nicht. So, und mit diesem Screen, wo wir angefangen haben, hören wir auch wieder auf. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's play Warface. Bis dahin. Yeah.